In wenigen Tagen ist es soweit und das Schützenfest des Barlieber Schützenvereins wird für 3 Tage für gute Laune und Traditionspflege sorgen. Doch bis dahin haben die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins alle Hände voll zu tun, um, wie hier zum Beispiel, die große Tombola recht sicher vorzubereiten. Die Gewinne sind alles Zuwendungen von Sponsoren und wie der übervolle Tisch beweist, sind die auch in diesem Jahr nicht knausrig gewesen. Der Schützenverein bedankt sich schon jetzt einmal für die freundliche Unterstützung aus vielerlei Quellen. Das Programm läuft dagegen ab wie immer. Am Freitag, den 4. September, beginnen die Feierlichkeiten mit dem obligatorischen Fackelumzug durch das Dorf. Gleichzeitig beginnt im Festzelt auf dem Anger die Disco. Hier können die Tombola-Lose gekauft werden und wenn es dunkel genug ist, gibt es wie in jedem Jahr ein großes Feuerwerk. Nach dem Königsschießen am Samstag, den 5. September, trifft man sich zum Festumzug um 14 Uhr am Barlieber Bahnhof, um dann gemeinsam zum Festplatz zu ziehen. Ab 16 Uhr gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm im Festzelt, ab 19.30 Uhr dann den Schützenball, bei dem die neuen Majestäten des Vereins, der Sieger des Feuerwehrschießens und der Dorfschützenkönig gekürt werden. Am Sonntag dann gemeinsam mit den neuen Majestäten das Schützenfrühstück mit den Sponsoren des Barlieber Schützenvereins und am Nachmittag dann die Auslosung der Tombola bei Kaffee und Kuchen. Doch bis dahin gibt es noch sehr viel vorzubereiten, doch die Arbeit ist hier in guten Händen.